Activision. Toys for Bob. Unreal Engine. Und ein lila Drache. Lange war er nicht gesehen. Doch nun ist er zurück. Völlig neu in HD. Die ersten drei Spyro-Spiele in einer Trilogy zusammengefasst. Spyro the Dragon, Spyro 2, Riptos Rage, was bei uns Gateway to Glimmer hieß. Und ehemals Spyro the Year of the Dragon. Und all das zocken wir jetzt. Leute, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Hauptprojekt wird es natürlich Spyro Reignited Trilogy. Ja, wir fangen natürlich an mit Spyro 1, Spyro the Dragon. Was auch ein bisschen simpler ist von der Spielmechanik. Dennoch ist es das schwierigste Spyro-Spiel. Es ist so bockschwer, hat das schlimmste Level überhaupt nicht. Treetops. Aber dazu kommen wir später. Fängt ja erstmal noch ganz harmlos an. Legen wir los. Freue mich wahnsinnig drauf, Mann. Das ist ewig her, wo ich das gespielt habe, ne? Richtig lange her ist das. In der Welt der Drachen. Ich habe aber zuletzt in diesem Jahr im Stream Spyro 4 durchgehauen. Enter the Dragonfly, aber das ist ja ziemlich verbuggt gewesen. Ich hoffe, beim Remake hier gibt es nicht so viele Bugs. Ich finde, die hätten sogar noch Spyro 4 drauf machen können. Okay, Leute. Oh, ewig war es friedlich in den fünf Welten. Oder sind es sechs? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Nasty Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Habe ich wohl einiges zu tun. Das haben sie aber komplett neu gemacht. So war das Intro nicht. Das hätte er vor dem Fernseher chillt. Daran kann ich mich nie erinnern. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Spiel. Oh, das sieht so gut aus, ne? Holy shit. Das sieht ja hundertmal besser aus als Crash Bandicoot Insane Trilogy. So, die Drachen müssen wir alle befreien. Das ist jetzt der Nestor, erste Drache, weil es sehr schwer, ne? Nicht. Aber ja. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Gnork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, das war damals ziemlich awkward synchronisiert. Vielleicht blende ich euch das mal ein, wenn ich es nicht vergesse. Aber es war richtig komisch. Hässlich! Jetzt Glanz! Sieht aus, als wartet Arbeit auf mich! Danke, dass du mich befreit hast. Rette 10 Drachen in dieser Welt. Der Ballonfahrer bringt dich dann in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Gnork? Den will ich kriegen. Suche zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Wo ist Nasty Gnork? Den grill ich.
Immer mit der Ruhe, Spyro. Du musst noch viel lernen. Weißt du, wieso dir die Libelle folgt? Ihr Name ist Sparks und sie beschützt dich. Behalt sie im Auge, dann siehst du, was ich meine. Aber gut, Leute, wir machen 100%. Und das Schöne bei Spyro ist, dass sogar die Overworld richtig viel zu bieten hat. Wir haben eine RAM-Attacke mit der Quadrat-Taste. Damit kann man manche Gegner nur besiegen. Also manche Gegner sind gegen Feuer immun. Es gibt auch Schatzkisten, die gegen Feuer immun sind. Das sind die Stahlkisten, die muss man einfach kaputt haben. Da war ein extra Leben drin. In dieser muschelartigen Truhe befinden sich immer Leben. Später wurde das dann durch eine Glasflasche ersetzt, wo ehemals eine Fee drin ist. Und es gibt auch ein extra Leben. So, das ist die große Hecke. Oh, das sieht so gut aus, ne? Die Overworld, das sieht so fantastisch aus. Das Schloss im Hintergrund, ich glaube, wir sind ganz klein angedeutet. Ich blende euch das hoffentlich mal ein. Wirklich grandios, ey. Sehe ich schon. Gibt's denn auch wieder einen kurzen Check, was man schon alles hat? Genau, 100 Edelsteine gibt es hier um 4 Drachen. Wir wollen erst die Overworld zu 100% lösen. Erst dann betreten wir die eigentlichen Level. Und das finde ich eigentlich eine geile Idee, dass man auf der Overworld an sich sogar was machen muss. Da fand ich schon immer geil bei Spyro. Wo ist Nasty Nog? Ich mach ihn fertig. Ruhig, Blut, Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Ich dachte immer, Sparks wäre weiblich. Na gut, so kann man sich täuschen, ne? Tja, also nochmal zu Spyros Moves. Er kann, wie gesagt, rammen, er kann Feuer spucken und er kann springen und gleiten. Ja, Jäger gibt's hier sowieso noch nicht. Ja, es geht hier um Gnasty Gnork, diesen komischen fetten Ork da. Den gibt's nur in Spyro 1, denn in späteren Spielen wurde er durch Ripto ersetzt, einen cooleren Bösewicht, wie ich finde. Der auch quasi der Hauptbösewicht ist von Spyro, wie zum Beispiel für Crash, Cortex und. Jeder Gegner hat auch einen Edelstein, das heißt, wir müssen jeden Gegner einmal besiegen. Wenn man eine Welt verlässt und wieder reingeht, dann sind alle Gegner wieder da. Das ist auch noch so ein Grund, warum wir erst diese Welt zu 100% lösen müssten, weil dann wissen wir nicht, welchen Gegner wir besiegt hatten und welche nicht. Ja. Wenn wir getroffen wurden, ändert Sparks ihre Farbe. Jetzt sage ich schon wieder ihre. Für mich ist Sparks weiblich, gewöhnt euch dran. Did you just assume her gender? Yes, I did. Wenn wir getroffen werden, wird Sparks blau, dann grün, dann verschwindet Sparks. Wenn wir dann getroffen werden, ist Spyro tot. Sparks ist quasi für unsere Energie zuständig, kann man so sagen. Der läuft ziemlich interessant weg. Ha! Gay, würde ich sagen. Ich glaube, das ist Kappa Pride. Da lief nicht schon immer so interessant weg. Ach so, da ist schon der Ballon-Typ. Ja, gut. Ja, komm, reden wir mal mit dem. Ich weiß nicht, ob man ins Wasser fallen darf. Ich lasse es mal lieber. Wenn es dir gelingt, 10 Drachen zu retten, dann darfst du mit diesem Ballon in eine neue Welt fliegen. Ja, Spyro selbst ist ein Drache. Der aber nicht fliegen kann. Haha, ein Drache, der nicht fliegen kann. Ich kann ja nicht mehr. Ja, es ist wirklich lächerlich. Er kann einfach nicht fliegen. Er kann nur gleiten, ja, weil er noch so ein kleiner Drache ist. Deswegen sind wir auf diesen Ballon-Typen angewiesen. Aber es gibt ja hier schon 4 Drachen, Leute. Kriegt man ja schnell 10 zusammen. Aber wie gesagt, ich will eh jedes Level zu 100% machen. Da ist so zum Beispiel so ein Levelportal, das nennt sich Steinhügel. Ich weiß nicht, ob ich das chronologisch machen werde, das ist auch scheißegal. Machen sowieso jedes zu 100%. Aber erstmal müssen wir hier 100 Edelsteine sammeln. Oh ja! Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ne, kann er auch im Remake nicht. Er kann noch nicht dieses Hochfliegen nach dem Gleiten. Dieses Zappeln. Das kann er in Spyro 1 einfach noch nicht. Tja, müssen wir ohne dem klarkommen erstmal. Achso, das ist der Startpunkt. Genau, hier haben wir angefangen. Jetzt fehlt noch ein bisschen was. Aber ich denke, die Render Distance haben sie nicht auch verbessert. Das war im Original nicht, auch nicht so berauschend. Man hat viele Sachen nicht sofort gesehen. Ach gut. Woo, Thomas. Ohne TH, interessant. Thomas. Hey, Spyro.
Drück zweimal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen, in urzeitliche Gletscher zu fallen. Ach, das. Ja, weil später muss man teilweise Sprünge riskieren, wo man gar nicht denkt, dass das überhaupt funktioniert. Aber ja. In der ersten Welt noch nicht, aber später wird es echt schwer aufs Spiel. Ich habe da schon ein bisschen Angst, aber ich versuche 100% zu machen, come on. Das geht. Ist nicht Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 100% finde ich echt zu schwer. Deswegen werde ich das niemals machen. Weil das führt dann nur zu Frust und wir wollen ja die Spiele genießen. Mann, stehen geblieben! Die kann ich mir auch gar nicht mehr so erinnern, ne? Ist die im Original schon? Ja, wird wohl, ne? Ist halt schon echt lange her, wo ich das gespielt habe. Aber macht ja nichts. Ich glaube, das war auch kein Levelportal. Das schickt uns nur hoch hinaus. Oh, guck mal, dann liegen hier so Einzelne. Das sind immer die Einzelnen, die am Ende fehlen, Leute. Das ist ziemlich frustrierend. Da werde ich aber auch schneiden, wenn ich dann zu lange brauche, um das alles zu finden, Leute. Also habt ihr keine Probleme mehr mit. Nur ich hab die. Aber wenn wir direkt richtig ausführlich suchen, dann sollte eigentlich da auch nichts liegen bleiben. Naja. Hoch hinaus. Genau. Ah, das geht zur Altstadt. Stattdessen würde ich lieber woanders gucken, ja. Hier haben wir mal eine Truhe. Da hinten sind auch noch Edelsteine. Schön. Schön in der Ecke versteckt, genau. So, da fehlt gar nicht mehr so viel. Und dann haben wir die Drachenreiche. So hieß das zumindest im Original. Ich weiß nicht, ob es hier immer noch so heißt. Warum eigentlich nicht, ne? Zu 100% gelöst. Nee, Quatsch. Ein Drache fehlt noch. Oh, der Drache könnte aber auch ausgiebig dafür sein, wo die letzten Kristalle sind. Guck mal, es fehlen ja noch 10. 10 Edelsteine. Und ich könnte mir vorstellen, dass die genau bei den letzten Drachen sind, Leute. Deswegen schauen wir mal. Letzter Drache, wo bist du? Was ist das überhaupt für eine Tür? Geht die jetzt am Ende? Da ist auch noch ein Secret, das weiß ich. Da kriegt man aber später erst einen Tipp dazu. Ich weiß, es geht, glaube ich, jetzt schon, aber ich mach das lieber erst später, wie es sich gehört. Weil wenn man hier richtig auf die Plattform springt, dann kann man hier was aktivieren, Leute. Oder habe ich das jetzt sogar noch richtig gemacht? Ich habe es sogar richtig gemacht. OMG. Ja, da ist nämlich noch was versteckt. Wenn man es in der richtigen Reihenfolge macht, glaube ich. Gut. Das wäre das. Ich gehe jetzt hier noch einmal kurz was auschecken, aber ich denke, hier hatten wir alles. Ja. In der Hecke ist nichts mehr. Das denke ich zumindest. Was ist hier hinter eigentlich? Und nichts. Da hätte ich zumindest was versteckt. Hier waren wir auch schon, richtig? Ja, da war der Ballonfahrer. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren. Da ist auch nichts. Aber hier ist auch ein geheimer Weg. Haha! Und hier ist der letzte Drache. Und hier sind wahrscheinlich die letzten Kristalle. Es sind ja eigentlich eher Edelsteine. Oh, es fehlt nur ein Edelstein. Geil. Ein obligatorischer Edelstein, den ich irgendwo vergessen habe. Den werde ich gleich offscreen holen. Erstmal befreien wir den letzten Drachen. Der Argus. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Na, dann könnte man schon zum Boss. Alles klar. Ja, die Bosse in Spyro 1 sind noch nicht so spektakulär. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ach, da ist der letzte Edelstein. Yee! Let's go. Direkt auf Anhieb hier die 100% gefunden. Super geil, oder? Und es ist erst 13 Minuten vergangen. Also es sind erst 13 Minuten vergangen auf meiner Uhr. Das heißt, wir können noch das erste Level abschließen. Der Steinhügel. Let's go. Das läuft, ja, das läuft, Freunde. Es ist gut, dass ich in diesem Jahr Enter the Dragonfly gestreamt habe. Das habe ich ein bisschen eingeübt, quasi. Yay. Ey, man kann hier sogar noch bewegen, während der Ladezeiten. Die waren im Original auch so heftig. Lädt die aber auch ziemlich lange, muss ich sagen. Ist aber auch klar, weil das sieht grafisch echt atemberaubend aus.
Weiß gar nicht, wie viele Level es in dieser ersten Welt gab. Ich meine 4. Na gut, 100%. Wie viel gibt es hier? 200. Das Doppelte, Leute. Das Doppelte. Ja, ich werde es immer so machen, ne? Ich werde da erst das Level verlassen, wenn ich die 100% habe. Genau, die Gegner sollen wir auch besiegen, denn die geben ebenfalls Edelsteine. Nicht, dass ich wieder Kristalle sage. Crash Bandicoot hat mir das doch gelehrt, wie es richtig heißt. Was der Unterschied zwischen Kristall und Edelstein ist. So, am besten ist, man geht immer so die Ränder ab bei Spyro. Weil gerne mal in Zwischennischen und so was versteckt ist. Sei es nur ein Extra-Lehm oder eben halt auch weitere Edelsteine. Und das ist da oben ziemlich schwierig hinzukommen. Mal gucken, ob ich das noch weiß, wie man da hochkommt. Oh, das sind die Eisenkisten, Leute. Die Eisenkisten. Ah, ich bin so begeistert vom Spiel schon. Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Nett synchronisiert. Wie gesagt, das war sehr trashig damals. Ich hab euch das hoffentlich eingeblendet. Hauptsächlich das von Spyro, der hat so gesprochen wie Liquid Snake ein bisschen in Spyro 1. Er hatte immer einen anderen Synchronsprecher, was ziemlich blöd ist, finde ich. Man gewöhnt sie an einen, selbst wenn er trashig ist. Und dann haben sie immer wieder einen anderen Synchronsprecher eingebaut. Ich hoffe, die haben das jetzt beibehalten, aber... ich denke auch wirklich, dass sie es gemacht haben. Wäre ziemlich dumm, wenn nicht. Ah, ja, genau. Bei den Feen kann man sich immer wieder anhören, was die Drachen zu sagen hatten. Am Anfang sagen die immer nur, danke Spyro, dass du mich gerettet hast. Aber manchmal geben die auch nützliche Hinweise. Wenn man dann nochmal sich das anhören möchte, kann man einfach den Drachen sich nochmal wiederholen lassen von der Fee. Saugeil. Das klingt so komisch, ne? Drachen wiederholen. Aber einfach das, was der zu sagen hatte, sich nochmal anhören. Was meinen die damit? Das war im Original genauso komisch formuliert. Denkt euch nichts dabei. Sieht aus wie ein Yoshi-Ei, ist es aber natürlich nicht. Was ich schon wieder sehe hier alles. Ach, da geht's nach Hause. Das war das Level, schon durchgespielt. Wow, ist ja sehr schwer, das Level, ne? Mir ist schon gemerkt, dass ich zocke hier die Drachen befreit hast, PS4-Version. Durch dieses schicke Strudel, Dingsbums, zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Ja. Scheinbar wieder irgendwelche Märchen. Das ist wahrscheinlich der Märchenonkel Drache und Spyro. Hat die Schnauze voll, der hat das schon oft genug gehört. Scheinbar. Da ist noch ein Secret, aber da kommen wir auch nicht so hoch. Fuck, wie ging das denn mal, Leute? Erstmal gehen wir hier gucken. Ja, moin. Schwimmen kann der nicht, glaube ich. Deswegen lasse ich das mal. Ich weiß es halt nicht mehr. Eigentlich müssen wir es ausprobieren, aber wie gesagt, ich traue mich einfach nicht. Der kann in Spyro 2 schwimmen, aber das musste er auch erst lernen. Deswegen, der geht unter wie ein Stein. Lassen wir es einfach. So, das sind alle Stahlkisten und ein Schlüssel. Der Schlüssel ist auch sehr wichtig, denn es gibt verschlossene Truhen teilweise. Kamas. Macht halt Schaden, wenn man da reingeht. Es gibt verschlossene Truhen. Die kann man nur mit den Schlüsseln öffnen. Den Schlüssel muss man finden. Der ist relativ gut versteckt. Vor allem in älteren Spyro-Spielen. Ne, in, Enter Dragonfly. War das Spyro 4 quasi? Da war das so geschenkt, die Schlüssel zu finden. Boah, was ich hier schon wieder alles gesehen habe im Startgebiet. Und so, wenn ich jetzt die Schäfchen hier rüste, dann regeneriert Sparks sich. Immer die armen Schafe. Naja, das sind so die Opferlämmer quasi von Spyro. Die Maskottchen quasi. Gehört dazu, Schäfchen zu rösten. Sonst wäre es kein Spyro-Spiel. Oh, der Magier. Ne, das ist der Schäfer eigentlich. Sieht aber aus wie Magier, come on. Hier. Angriff! Mit seinem Krückstock. Ich mag die Gegner, die sind ziemlich liebevoll animiert. Generell, das war damals schon so. Aber das war so undetailliert, deswegen liebe ich das Remake jetzt schon. Ich meine, ich habe Spyro schon immer gemocht, ne? Aber es war wirklich nicht detailliert. Also die Hintergründe und generell das Gras. Das war sehr simpel gehalten. Aber das wissen nur echte Spyro-Kenner. Wow. Habt ihr das gesehen? Wow. Das hätte ja nicht mal sein müssen, dass es so cool aussieht.
Boah, so viele Schafe, aber die bringen, soweit ich weiß, keine Edelsteine, deswegen besiegen wir die nicht. Die geben halt nur was zum Regenerieren. Regeneration for this generation. Haben wir nichts mehr? Nee, ich glaube nicht. Dann geht's hier hoch. Ja. Und von hier. Oh. Hallo, Gildas. Ich möchte deiner Gilde beitreten, Gildas. Spyro, mein Freund. Brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Okay. I'm sorry. Because. Fast hätte ich sie vergessen, Mr. Drache. Komm zur Drachenschanze, komm zu mir! Das muss ja auch einmal sein. So, man kann tatsächlich hier hin. Und das habe ich nie verstanden als Kind, dass man hier hin kann. Für mich war es immer so eine Absperrung. Aber man kann tatsächlich hier hoch. Ich habe diese Edelsteine sehr lange nicht bekommen. Ich habe es damals mit meinem Vater gespielt und der hat es mal irgendwann gemacht und der hat diese Edelsteine dann gefunden. Ja. Aber ich habe das nie hingekriegt. Ich nicht wusste als Kind, dass man hier wirklich hoch kann. War für mich unverständlich, warum auch immer. Das weiß ich wirklich noch. Hier gibt es auch das meiste zu holen. Und den Eierdieb, ich höre ihn. Oh Mann, die werden so Känzer. Den wirklich nervig, vor allen Dingen im späteren Level. Was diese Eier bewirken, weiß ich nicht, aber das zählt halt zu 100%. Hab ich noch nie verstanden, wofür die Eier letzten Endes sind. Aber der rammt, ja, das ist ziemlich nervenauftreibend, wie ihr seht. Dann kriegt man das Ei von dem. Und die hat er natürlich von den Drachen geklaut. Aber wir holen ja langsam und gemächlich auf. Ist halt nicht so einfach, vor allen Dingen. Es wurde von Spyro-Spiel zu Spyro-Spiel immer einfacher, die zu kriegen. Aber hier war es noch richtig schwierig. Ja, wir haben ein Drachenei. Wie schön. Mhm. So, jetzt bin ich hier natürlich durchgespeedet. Ja, das ist die Absperrung. Die wird dadurch signalisiert. Halt zwischen den Teilen ist ein Kraftfeld. Dass man nicht noch weiter hinaus kann. Na, schon ziemlich verständlich. Sonst wäre diese Welt ja gigantisch. Ich soll nicht zu sehr speeden. Ja, ansonsten könnten mir Dinge entgehen. Wie zum Beispiel dieser Edelstein. Ja, doch. Ich dachte eigentlich, es wäre roter Edelstein. Ja, moin. Es ist eine Truhe gewesen, aber die nehme ich auch. Die nehme ich auch. Mein Schatz. Okay. Da hinten geht's weiter. Hier ist eine Weide. Mit Schäfchen. Ja, Leute, hier gibt es so viel zu erkunden, ne? Hier kann man sogar auch hoch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bin ich jetzt hier beim Secret? Vor allen Dingen, wo soll die Truhe sein? Wo einen Schlüssel verbrauchen? Muss ja auch irgendwie was bedeuten, ne? Hm. Man da hoch kann zu dem Schloss an sich. Müssen wir herausfinden. Wie viele haben wir denn? Es fehlt noch ein Drache und 23 Edelsteine. Ah, hier ist einer. Ja, das sind so diese kleinen Edelsteine am Rand, die man leicht vergessen kann. Und das ist wirklich sehr frustrierend, wenn die am fehlen. Das kann sehr lange dauern, dann so einzelne Edelsteine zu finden, die keine Anhaltspunkte hat. Aber wie gesagt, ich möchte trotzdem 100% machen und schneide ich euch auch raus. Nur aktuell sehe ich keinen Grund darin, weil wir eh noch nicht alles erkundet haben. Den Eierdieb haben wir aber schon mal. Die gibt es in späteren Welten auch gar nicht mehr. Nur bis Welt 3 oder 4. Ich weiß nicht mehr, wie viele Welten es insgesamt gab. Ah ja, später gibt es die nicht mehr, die Eierdiebe. Genau, von hier sind wir gekommen. Das bedeutet, dass hier der Startpunkt ist. Bedeutet auch wiederum, dass hier vielleicht noch was ist. Gehen wir mal um das Schloss herum. Sag mal, kann man denn da wirklich nicht drauf? Hat wirklich den Anschein, dass man da nicht drauf kommt, ne? Hm. Mich würde allerdings interessieren, wo die fucking letzte Truhe ist. Beziehungsweise die Truhe, wo wir den Schlüssel verbauen. Weil in den Truhen sind auch nur immer Edelsteine drin, Leute. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wow, in den Truhen, da ist bestimmt Enters krasse Secret. Ja, vielleicht eine versteckte Fähigkeit. Oder was ganz Besonderes für Spyro. Bullshit. Da sind einfach nur Edelsteine drin. Trotzdem brauchen wir die. Hm. Ich grase das jetzt mal ab und dann gucken wir nochmal am Anfang, ob da noch ein anderer Eingang war. Ansonsten werde ich gleich kurz
den ersten Cut machen. Jetzt sind wir nämlich schon wieder hier. Seht ihr das? Wir sind schon wieder hier. Ja. Wir springen hier nochmal runter. Wir können ja eh jederzeit wieder da hoch. Das ist kein Hexenwerk, da hochzukommen, ne? Es gibt diesen Durchgang, Es gibt ja drei Durchgänge und ich glaube, ich habe erst zwei ausgecheckt. Ah, nee, das war das, ne, mit den Drachen. Es fehlt ja auch noch ein Drache, den kann ich ja nicht einfach übersehen haben, oder? Da bin ich wahrscheinlich da straight durchgelaufen und war dann am anderen Ende, aber was ist dann hier? Vielleicht die Truhe, vielleicht der letzte Drache. Oder ist das wieder die... Nee, das ist das. Genau, dann checken wir den anderen Durchgang aus. Und hoffen, dass wir da wirklich zum Ziel kommen. Genau, hier ist nämlich noch was. Das sehe ich doch. Ja, der Ausgang. Ach so, da waren wir ja auch schon, ja. Fuck. Sag mal, waren wir da? Ja, da waren wir auch schon, ne? Ich mach kurz einen Cut. Bis ich wieder was gefunden habe. We'll be right back.